Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute wollen wir unser Gespräch mit Roland Barthes weiterführen zum Thema Abwesenheit, der Abwesende, der Geliebte, der fortgeht und nicht mehr da ist. So wie dieses Thema in der Literatur, vor allem der europäischen Literatur, beschrieben wurde. Es geht also um Trennung. Der Geliebte verabschiedet sich, meist ist das in der Literatur der männliche Partner. Die Geliebte bleibt zurück, sehnt sich nach dem Abwesenden, der für sie eine Rettung darstellt, die Wahrheit verkörpert. So beschreibt es Roland Barthes in diesem kleinen Abschnitt über den Abwesenden. Wir haben uns schon einmal diesem Thema angenähert und gesehen, dass das Thema in den Zeiten unterschiedlich behandelt wird. Gehen wir ins Hochmittelalter, wird das Thema der Abwesenheit, der Trennung der Geliebten vollkommen anders gedacht. Hier ist die Trennung der Geliebten absolut notwendig. Er weist sie als zum höheren Stand gehörig und grenzt sie von den unteren Schichten, vom dritten Stand, von der bäuerlichen Liebe, der dörperlichen Liebe ab. Gesellschaft wird hier absolut positiv gesehen und man muss in Gesellschaft sein, um eben auch seinen Rang bestätigen zu können. Anders als das Roland Barthes mit seiner doch sehr negativen Sicht auf die Gesellschaft sieht. Schauen wir uns an, wie dieser Dialog über die Abwesenheit des Geliebten in der Geschichte der abendländischen Literatur weitergegangen ist. Wenden wir uns der Zeit des Manierismus zu, der Zeit Shakespeares. Und auch da wird deutlich, dass sich die Einstellung nun kulturspezifisch gewandelt hat. Berühmt ist eine Stelle in Shakespeares Romeo und Julia, in der die beiden nach einer gemeinsam verbrachten Nacht am Morgen voneinander Abschied nehmen müssen. Julia will Romeo nicht gehen lassen. Es ist der erste Weckruf gekommen. Die Lerche hat gesungen und sie sagt, nein, nein, das war nicht die Lerche, es war die Nacht. Und Romeo muss ihr antworten, nur Eile rettet mich, Verzug ist Tod. Die beiden müssen sich trennen, weil ihre Liebe die Gesellschaft entgegensteht. Sie haben einen Regelstoß begangen. Sie beiden sind nicht verheiratet. Sie stammen aus verfeindeten Familien und haben gegen alle Konventionen verstoßen, gegen die man nur verstoßen kann. Sie müssen in die Gesellschaft zurückkehren, ob sie wollen oder nicht. Und zwar nicht, weil diese Gesellschaft nun für gut befunden wird, wie eben im Hochmittelalter, sondern sie wird sehr negativ beschrieben. Sie ist feindselig und sie ist dazu hin eine Gesellschaft, die in Unfrieden lebt, in der die Familien verfeindet sind, in der es Duelle gibt, in der Morde geschehen. Dagegen die große Liebe zwischen den Liebenden, in der man Versöhnung und Frieden findet. Und diese Liebe wird eben von Shakespeare auch als etwas eigentlich Unrealistisches beschrieben. Love is a folly. Liebe ist eine Verrücktheit, die der gesellschaftlichen Realität widerspricht. Ein Ideal, nach dem man sich nur sehnen kann, aber eben letztlich etwas vollkommen Unrealistisches. Hier haben wir wieder diesen Antagonismus, der die Zeit um 1600 und dann auch das ganze 17. Jahrhundert prägt. Eine Zeit, in der man sagt, Carpe diem, Memento mori. Eine Zeit, in der sich Gegensätze spiegelbildlich gegenüberstehen, so wie die Liebe und der Hass oder Realität und
Irrealität, Realität und Ideal. Schauen wir 200 Jahre weiter. Schauen wir in die Zeit von Wolfgang von Goethe, in die Zeit der amerikanischen und französischen Menschenrechtserklärungen. Da sieht dieses Motiv schon ganz anders aus. Wir gehen dazu zu dem Gedicht von Wolfgang von Goethe, Willkommen und Abschied. Von diesem Gedicht existieren zwei Fassungen. Die erste Fassung, geschrieben in der Sturm- und Drangzeit, Anfang der 1770er Jahre. Die zweite Fassung 10, 15 Jahre später. Anlass war ja seine Liebesgeschichte mit der Pfarrerstochter Friederike Brion, die er sitzen gelassen hat. Und in diesem Gedicht beschreibt er eine gemeinsam verbrachte Nacht, sein Ankommen bei ihr, die Nacht und dann der Abschied am frühen Morgen, also die Trennung der Geliebten, wie wir das eben auch in den anderen Gedichten des Hochmittelalters und des Manierismus beschrieben gesehen haben. Wir schauen uns das Gedicht einmal an. Ich lese die zweite Fassung von 1785. Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde, es war getan, fast eh gedacht, der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit 100 schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah kläglich aus dem Duft hervor, die Winde schwangen leise Flügel, umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf 1000 Ungeheuer, doch frisch und fröhlich war mein Mut in meinen Adern, welches Feuer in meinem Herzen, welche Glut. Dich sah ich, und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosenfarbenes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter. Ich hofft es, ich verdient es nicht. Doch ach, schon mit der Morgensonne verengt der Abschied mir das Herz. In deinen Küssen welche Wonne, in deinem Auge welcher Schmerz. Ich ging, du standst und sahst zu Erden und sahst mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden und lieben, Götter. Welch ein Glück! Ein wunderbares Gedicht, eine Hymne auf die Liebe, auf den Vollzug der Liebe, auf die Gefühle, auf ein Verhalten, das auch hier den Konventionen widerspricht, aber das absolut glückverheißend ist. Und in der zweiten Fassung ein Gedicht, das doch eigentlich einen sehr egoistischen Standpunkt wiedergibt. Denn auch wenn die Geliebte weint, er geht davon, man weiß eigentlich nicht ganz warum, es wird nicht klar aus diesem Gedicht, dass sie nicht verheiratet waren, sondern er geht. Und er empfindet diese Situation, in der er die Geliebte weinend zurücklässt, als absolutes Glück. Die Frage ist nur, ob es für sie auch so ein Glück war wie für ihn. Die erste Fassung, die Goethe geschrieben hat, sah ein bisschen anders aus. Da war der Schluss anders. Da ging sie und er blieb zurück. Du gingst. Ich stand und sah zur Erden und sah dir nach mit nassem Blick.
In der ersten Fassung haben wir noch ein Hereinnehmen von ihr, eine kleine Dialogaufnahme. Das fehlt in der zweiten Fassung, die rein subjektiv seine Gefühle schildert und seine Aktivität. Sie erscheint als total passives Leben, Wesen. Auch hier widerspricht die Liebe den gesellschaftlichen Konventionen. Aber das ist nicht mehr das Thema, sondern das Thema ist die Gefühle, das berechtigte Ausleben von Gefühlen, das Recht des Subjekts, glücklich zu sein, auch wenn es viel kostet. Wir befinden uns Ende des 18. Jahrhunderts in einer Zeit, in der das Subjekt in den Vordergrund der Gesellschaft rückt, in der die Rechte des Individuums in den Vordergrund gerückt werden. Und 1776 in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung hat sie ein Recht des Menschen auf Glück eingeschrieben. The Pursuit of Happiness. Und in diese Zeit passt nun eben dieses Gedicht voll und ganz hinein, in der wirklich es nur noch um das Ausleben einer subjektiv empfundenen Glückseligkeit geht, die auch der Aufklärung, dem Verstand widerspricht. Wieder ein ganz anderes Behandeln dieses Thema der Trennung, drohenden Abwesenheit des Geliebten. Kehren wir zu Roland Barthes zurück. Am Schluss dieses kleinen Abschnittes hat er eine kleine Geschichte gesetzt. Und die geht so. Ein buddhistisches Koan sagt, der Meister hält den Kopf des Schülers unter Wasser lange, sehr lange. Allmählich werden die aufsteigenden Wasserblasen seltener. Im letzten Augenblick zieht der Meister den Schüler heraus und lässt ihn wieder zu Atem kommen. Wenn du so sehr nach der Wahrheit verlangt hast wie nach der Luft, wirst du wissen, was sie ist. Die Abwesenheit des anderen drückt mir den Kopf unter Wasser. Allmählich ersticke ich, meine Atemluft wird knapper. Doch eben diese Asphyxie rekonstruiere ich meine Wahrheit, bereite ich in mir den unheilbar Liebenden vor. Was betont Roland Barthes? Was ist ihm wichtig an der Abwesenheit des Geliebten? Gemäß diesem buddhistischen Koan ist die Liebe ein unstillbares Sehnen nach der Wahrheit des anderen. Es ist eine existenzielle Grenzerfahrung geworden, so wie man sich nach der Wahrheit sehnt, die man aber eben nie erreichen wird, weil sie eben etwas ist, was jenseits aller menschlichen Verfügbarkeit steht. So ist das mit der Liebe. Man erfährt sie als etwas absolut Existenzielles, als etwas, nach dem man sich sein ganzes Leben lang sehnt und das doch immer letztlich unerfüllbar bleibt. Und damit wird die Abwesenheit zur Beschreibung einer existenziellen Seinsweise des Menschen. Und damit wieder zu einem vollkommen anderen Aspekt, den wir in den anderen Gedichten, die wir davor betrachtet haben, so gar nicht gesehen haben.